Hi, grüßt euch, ich bin's wieder, euer Moni. Heute machen wir zusammen mit Goldsteig für Ostern eine richtig, richtig süße Hasentorte. Die besteht aus einem leckeren Mürbteig und einer tollen Creme mit Mango und Maracuja. Für den Mürbteig brauchen wir Mehl, Puderzucker, Vanillezucker, Salz, Backpulver, Vanillepaste und die Markenbutter von Goldsteig. Für die Sahnecreme brauchen wir Sahne, Puderzucker, Sahne steif, Ricotta und Mascarpone von Goldsteig und Mango und Maracujas. Für die Deko habe ich natürlich Ostereier, ein bisschen Ostergras, kleine Karotten und ein paar süße Streusel ausgesucht. Los geht's natürlich mit dem Mürbteig, weil der muss nämlich eine halbe Stunde im Kühlschrank richtig schön ruhen. Als erstes kommt Mehl in die Schüssel. Das Ganze zusammen mit 90 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz, ungefähr 5 Gramm Backpulver, ca. 2 Teelöffel Vanillepaste und die Markenbutter von Goldsteig. Von der Butter brauchen wir 125 Gramm. Das Ganze kommt jetzt in die Küchenmaschine und wird am besten mit einem K-Haken richtig schön miteinander zu einem geschmeidigen Teig geknetet. Unser Mürbteig ist jetzt fertig. Man kann da mit der Hand nur so ein bisschen nachkneten und den nochmal so richtig schön zu einer Kugel formen. So ein richtig schöner, geschmeidiger Teig geworden. Der wird jetzt in Frischhaltefolie gewickelt. Dass er auch richtig schön durchkühlt, wird das Ganze einfach platt gedrückt. Einmal eingeschlagen und jetzt kommt er ab in den Kühlschrank für ungefähr eine halbe Stunde. Weiter machen wir, während der Teig im Kühlschrank ist, mit unserer Creme. Wir brauchen 500 ml Sahne, ein Päckchen Ricotta, ein Päckchen Mascarpone von Goldsteig, ...90 Gramm Puderzucker, so ungefähr 2 Teelöffel Vanillepaste. Und jetzt können wir das Ganze rühren, denn das Sahne steif, da wir erst zum Schluss mit dazu. Zum Schluss, wenn sich alles schon schön miteinander verbunden hat, kommt nur das Sahne steif hinzu. Wenn unsere Creme dann fertig gerührt ist, können wir die in einen Spritzbeutel füllen, am besten mit irgendeiner schönen Tülle, die was euch halt gefällt. Bis zur Verwendung können wir unsere Creme einfach in den Kühlschrank stellen. Die Mango schneide ich jetzt einfach in kleine Würfel und die Maracujas werden dann halbiert und später, wenn man die Torte füllt, einfach mit dem Löffel draufgeben. So, unser Mürbteig ist jetzt richtig schön durchgekühlt. Den können wir jetzt aus der Folie nehmen, nochmal kurz ein bisschen kneten und dann ausrollen. Wenn der Mürbteig dann ausgerollt ist, nehmen wir unsere Häschenschablone, legen die einfach einmal drauf, ein bisschen andrücken und dann mit einem scharfen Messer die Kanten nachschneiden. Schablone kann dann weg. Den Teig außenrum, den brauchen wir dann fürs zweite Häschen, den einfach vorsichtig wegnehmen und in der Mitte nehmen wir einfach einen Kreisausstecher, zur Not da auch ein Glas, und stechen das einmal aus. So, unser erstes Häschen ist fertig. Das kommt jetzt auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech und darf dann, während wir das zweite ausstechen, nochmal im Kühlschrank schön fest werden. Ich habe jetzt den zweiten Hasen auch nochmal ausgeschnitten und auf das Backblech draufgesetzt und schon kann es ab in den Backofen. So, unsere Häschen sind jetzt fertig gebacken. Dass die dann am Schluss auch richtig schön glatt sind, haben wir da einmal ein Backpapier drüber. Mit einem Fondantkletter oder vielleicht am Topf oder irgendwas flachen. Einfach ein bisschen drüber, mit ganz leichtem Druck. Falls beim Backen Bläschen entstanden sind, gingen die somit raus. Und der Mürbteig wird richtig schön glatt und eben. Unsere Mürbteighasen sind jetzt ausgekühlt und jetzt können wir mit der Füllung und der Deko anfangen. Die Creme haben wir ja schon vorbereitet und ich spritze jetzt einfach zuerst einmal am Rand entlang und dann in der Mitte die Tuffs auf. Wenn wir die erste Füllung an Creme draufgegeben haben, können wir mit den Früchten einfach dekorieren. Die dann auch ruhig ein bisschen andrücken. Und gar nicht sparsam sein, je mehr Früchte da drin sind, umso besser ist dann. So, und jetzt noch mit den Maracujas. Die einfach aushöhlen mit einem Löffel und über die Mangos geben.
Die erste Schicht ist jetzt quasi gefüllt und jetzt kommt unser zweites Häschen obendrauf. Das einfach ungefähr genau aufsetzen. Schauen, dass es an den Seiten passt. Und dann platt drücken. Mit Gefühl, weil sonst bricht nämlich der Mürbeteig. Und für die zweite Schicht spritzen wir jetzt wieder unsere Creme auf. So schaut jetzt unser Häschen aus. Und jetzt können wir es noch ganz süß osterlich dekorieren. Und so schnell und einfach habt ihr ein super süßes Ostertörtchen gebacken.